Namen. Das tun, betont Wolfgang Pirkluber von den Grünen. Gerald Gross, BZÖ, ist am Wort. Das Jahr 2011 begonnen hat. Ich erinnere noch einmal an dieser Stelle an die Silvesternacht 2010-2011 mit blutigen Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten mit dieser Silvesternacht. Ich erinnere Sie an den Mai 2011 mit Straßenschlachten in Kairo, die dazu geführt haben, dass 12 tote Christen zu beklagen waren und mehr als 230 Verletzte. Ich erinnere Sie, Herr Vizekanzler, weil ich ja versucht habe, so lange bei Ihrem außenpolitischen Bericht zu rütteln, bis es unten herauskommt, Sie vielleicht auch daran zu erinnern, dass nach wie vor in Marokko Christen ausgewiesen werden. Vielleicht war das vom Kollegen Hagen, vom Team Strong auch übertrieben, vom Völkermord zu sprechen, weil es tatsächlich nicht stimmt. Aber es ist eine neue Christenverfolgung, die Österreich hier sieht und mehr oder weniger tatenlos zusieht. Außer schöne Worte in Ihrem Vorwort und einigen Schutzformeln für ethnische und religiöse Minderheiten finde ich in diesem außen- und europapolitischen Bericht keinerlei Akzente, wo Sie sanktionierend als Österreich tätig geworden wären, bestrafend als Österreich tätig geworden wären, intervenierend auch gegenüber diesen Staaten. Und da können Sie noch so oft irgendwelche Botschafter einzitieren, es wird nichts bringen, auch der syrische Botschafter wird sich vor Ihnen nicht schrecken, weil wer innenpolitisch keine Rolle spielt, wird auch außenpolitisch wenig Rolle spielen, sehr geehrter Herr Vizekanzler. Österreich schweigt bei dieser Christenverfolgung im Nahen Osten, auch in diesem außenpolitischen Bericht. Österreich schweigt bei der Christenverfolgung in Afrika, Österreich schweigt bei der Christenverfolgung auch in Asien, und das ist schändlich. Man kann nicht bei den Sonntagsreden vorgeben, christlich-sozial zu sein und zu meinen, wenn mit dem Sonntagskirchgang sei die christliche Wehrhaftigkeit schon gegeben, Herr Vizekanzler. Das ist es nicht. Sie haben es selbst in der Hand, Österreich als Schutzmacht verfolgter Minderheiten, religiöser Minderheiten zu positionieren. Da kann man noch so oft wie der Kollege Amon, Kreisky oder Waldheim zitieren, jawohl. Die machten noch Außenpolitik. Die beschränkten sie nicht darauf, Reden abzuschreiben und Länderinformationen abzudrucken, die man eben besser in Wikipedia und Google-Zugang findet, sondern die machten Außenpolitik und hatten daher auch ein Standing im Nahen Osten. Da gibt es nach wie vor am Golan UNO-Häuschen, Wächterhäuschen, wo zwei Fotos drinnen hängen. Ein Foto von Kurt Waldheim und ein Foto von Bruno Kreisky. Vergibt, aber respektvoll und in Ehren behandelt. Weil das Persönlichkeiten waren, die über den kleinen österreichischen Tellerrand hinaus verstanden haben, Außenpolitik zu machen. In Ihrem Bericht, und auch die Zuseherinnen und Zuseher werden das vermissen, darunter auch eine Gruppe von Freunden aus Wien, die ich herzlich begrüßen will. Auch in Ihrem Bericht, sehr geehrter Herr Vizekanzler, finde ich nicht einmal außenpolitische Akzente, die knapp über den Tellerrand hinausschweifen. Ja, wo steht denn etwas dazu, zur Außenpolitik in Bezug auf Kryschko, das eine atomare Gefahr für Österreich darstellt? Wo sind denn die Initiativen im Jahr 2011 hier aufgeführt, wenn es darum geht, sich außenpolitisch gegen Atomkraft und gegen die Gefahr für uns Österreicherinnen und Österreicher einzusetzen? Wo finde ich denn im außenpolitischen Bericht intervenierende Aktivitäten zu den Benesch-Dekreten? Der Bereich Benesch-Dekrete ist überhaupt von der politischen Bildfläche verschwunden. Die Rechte der deutschsprachigen Minderheiten, ob sie jetzt in Tschechien oder in Slowenien der Fall sind, finden in der Außenpolitik volkstümlich gesagt Nüsse statt. Das sind diese Dinge, die wir aber selbst in der Hand hätten, weil wir ja nicht nur für Südtirol eine Schutzmachtfunktion darstellen sollten, sondern für alle deutschsprachigen Minderheiten, egal ob in Tschechien oder Slowenien. Das findet man in Ihrem außenpolitischen Bericht nicht. Und das ist eigentlich sehr schade, denn, Herr Vizekanzler, Sie würden vielleicht Ihr Profil durchaus schärfen, wenn Sie in diesen Bereichen endlich Aktivitäten auf österreichischer Seite setzen. Unerledigte Probleme über die Jahre und Jahrzehnte, die geflissentlich vermieden werden, aber dafür druckt man Länderinformationen ab, Organigramme, die man in jedem besseren österreichischen Amtsblatt der Wiener Zeitung findet. Das Organigramm des Außenministeriums aus dem Jahr 2011 findet man, da kann man auch nachlesen, unter was für einer Telefonnummer der Herr Staatssekretär Walden erreichbar ist, wenn nicht gerade die Verbindung in die Kärnten
Kärntner Landesregierung gescheut wird. Das findet man dort alles drinnen. Oder dass der Lee Hsien-Loong Regierungschef in Singapur ist. Das finde ich auch in der Länderinformation. Toll. Seiten gefüllt mit Länderinformationen und abgeschriebenen Reden, aber nichts dazu, wo die wirklichen Problemfelder einer österreichischen Außenpolitik liegen, und das finde ich sehr schade. Keinerlei Akzente finden sich im außenpolitischen Bericht zur Verfolgung von Christen weltweit, kritisiert Gerhard Gross vom BZÖ. Er vermisst außerdem Interventionen gegen die atomare Gefahr aus den Nachbarländern. Franz Glaser, ÖVP, ist am